ja nicht gleich Immobilie ist. Wir haben schon festgestellt, dass eine Immobilie auf Hallig-Rohge, ja, oder in Uetersen nicht so optimal ist wie eine in Harvestehude. Aber auch eine in Harvestehude mit Alsterblick und Wassergrundstück und 800 Quadratmetern Wohnfläche, wo das Auto im Fahrstuhl dann hochgefahren wird, dann haben Sie eigentlich das Problem, was Sie auf Hallig-Rohge haben, auch, weil für so eine Wohnung oder so ein Haus gibt es nur einen Interessenten pro Jahr. Ist auch nicht so schlau. Jetzt kann man sagen, ja, ich mache nur Gewerbe. Ja, ich vermiete an eine Bank oder an die Post. Was ist in den letzten Jahrzehnten alles an Postfilialen, Bankfilialen geschlossen worden? Die todsicheren Sachen gibt's nicht. So. Und jede Immobilie hat Vor- und Nachteile.